Hallo und Gesang zu A-Train 9. Folge Nummer 29 heißt noch eine Folge bis zur Season-Pause, aber keine Sorge, wir machen keine Pause. Ich habe mich jetzt endgültig entschlossen, bei A-Train 9 werden wir durchspielen, obwohl Train Fever und ähnliches gerade so gut läuft und so beliebt ist. Würde ich sagen, A-Train 9 ist erstens mal auch beliebt und zweitens hat es extrem viel Stammzuschauer und mir macht super viel Spaß nach wie vor. Also werden wir es fix im Programm belassen. Kleinigkeit würde ich euch jetzt noch bitten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich euch da frage, aber warum nicht? Ihr schaut immerhin meine Videos. Ich habe in letzter Zeit ein paar Renderfehler wieder. Ab und zu ganz zufällig in Videos. Beim letzten Factorio-Video war es ganz schlimm zum Beispiel und ich komme nicht drauf, warum. Ich habe alles Mögliche schon probiert, außer meinen PC komplett getauscht. Es kann an 1000 Dingen liegen. Es kann daran liegen, am Codec, mit dem ich aufnehme, den habe ich getauscht. An der Methode, wie ich rendere, da habe ich 3 verschiedene probiert. Am Programm an sich, mit dem ich aufnehme, Fraps, DX Story. Jetzt zum Beispiel nehme ich gerade auf mit Shadowplay, was mir mittlerweile sehr gut gefällt, muss ich sagen. Auch bei meiner neuen Grafikkarte funktioniert super, habe ich mir geleistet, letztlich mich von einer ATI getrennt und mir eine Nvidia zugelegt. Und ich werde jetzt verschiedene Spiele probieren, auf verschiedene Methoden aufzunehmen und würde euch einfach bitten, dass wenn ihr Fehler entdeckt oder wenn ihr Fehler wisst aus vergangenen Folgen noch, zum Beispiel, sagen wir mal, keine Ahnung, in der letzten A-Train-Folge waren eine Menge Renderfehler, dann bitte mir unbedingt mitteilen, das würde mir sehr, sehr helfen, das Problem ein bisschen einzugrenzen. Momentan tue ich mir da ein bisschen hart, deswegen werde ich eben verschiedene Spiele, verschiedene Methoden aufnehmen und dann kommen wir hoffentlich dahinter, an was es liegt. Wenn es nur ganz, ganz selten auftritt, wenn jetzt alle 50 oder 100 Folgen, dann ist nicht so schlimm, aber soll es öfter auftreten, müsste ich das einfach wissen und selber weiß ich es deswegen nicht, weil ich leider zum Teil keine Zeit habe, mir alle Videos komplett anzuschauen, nachdem sie gerendert sind. Und mit komplett anschauen meine ich, ich kann nicht eine halbe Stunde lang wirklich auf den Bildschirm starren und mir das in Ruhe anschauen. Ich könnte mir das anhören oder so nebenbei, da könnte ich wenigstens was arbeiten oder so, aber so hinschauen, dass ich keine Sekunde wegschauen kann und somit eventuell einen Renderfehler verpasse, das geht leider nicht. Von dem her, ihr schaut es ja sowieso, also bitte mir ein bisschen aushelfen und einfach, na, am besten wäre mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fehler entdeckt, dann kann ich das schön sammeln, aber auch gerne unter das Video direkt kommentieren, wenn möglich, muss aber nicht sein mit Timecode. Und die Fehler schauen in der Regel so aus, dass es so schwarz-weiße Frames sind, also ein Frame zwischendrin, was so schwarz-weiß gekräuselt ist, wie so eine Bildstörung auf so einem alten Fernseher. Also wenn ihr das seht, bitte mitteilen, wenn euch alte Videos einfallen, wo das der Fall war, bitte auch mitteilen, das würde sehr, sehr helfen. Gut, jetzt habe ich versucht in der Zwischenzeit ein bisschen was zu erledigen, nämlich die 2 Züge hier kaufen, die dem 49 hinterherfahren und auch gleich den Fahrplan einstellen. Ich hoffe, ich habe keinen Blödsinn gemacht während den Reden. Also die sollten jetzt alle 2 Stunden auch in diese Richtung fahren. Die Hauptfrage ist natürlich, funktioniert es? Haben wir immer noch so viel Glück wie vorletztes Mal und letztes Mal? Wir werden sehen. Lassen wir es einfach laufen und kümmern uns in der Zwischenzeit um andere Dinge. Zum Beispiel hier eventuell ein paar Straßen bauen. Auch wenn es ein paar Millionchen kosten wird, besser gesagt, ein paar Milliarden würde es eher kosten. Schön wäre es, wenn es nur Millionen sind, aber sind ja bei Agent alles Milliarden. Zwar nur Yen, aber trotzdem, es klingt immer so viel. Da werde ich einfach ein paar Straßen verlegen. Hier ist es noch nicht allzu teuer, das zu machen. Der KI ein bisschen aushelfen sozusagen, weil hier hätte ich jetzt auch gerne Lager gebaut. Oder ein Lager in dem Fall genügt, ja. Aber eben das ist der nächste Stadtteil, den ich entwickeln will, plus den da unten, wo die Straßenbahn hinfährt. Und apropos da unten und da oben, jemand hat sich auch gewünscht, dass ich eventuell die Kamera nach Norden fixiere. Es tut mir ein bisschen leid, wenn ich dem Wunsch nicht nachkommen kann. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass sich die Kamera mitdreht. Ich glaube, wenn ich jetzt fixiere, ich würde mich nicht mehr auskennen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber eben, ich bin wirklich es gewohnt, dass ich da oben schauen kann oder dass ich da oben einfach weiß, in welche Richtung ich gerade schaue. Zum Beispiel Richtung Hauptstadt, Richtung Hafen, Richtung Kartenrand. Also wenn ich jetzt Gleise ziehe, hilft es einfach sehr, dass ich weiß, wohin ich schaue und dann
hilft mir, dass sich die Karte mitdreht. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ist eben, wie gesagt, das, wie es bei mir jetzt sozusagen intus ist. Okay, würde sagen, das sind genug Straßen. Brauchen wir eigentlich nur noch ein Lager. Das platzieren wir direkt. Oh, falsch. Das wäre fast ein bisschen teuer gewesen, da irgendwo ein Kraftwerk bauen. Auf minus 10 Meter, einfach da unterm Bahnhof. Und ich glaube, wir liefern es auch an mit LKW in dem Fall. Warum nicht? Das passt eh schon. Ladeort. Und gut, wo haben wir denn unseren LKW-Terminal? Hier. Und solange wir da halbwegs versorgt sind, ich weiß, es sind nicht allzu viele Waren, die wir von hier wegliefern. Vor allem bei denen müssen wir uns überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir da eine fixe Abfahrtszeit haben. Eventuell können wir sie auch so lange fahren oder so oft fahren lassen wie möglich. Würde auch gehen. Aber ebenso ein LKW ist, ich weiß, sehr, sehr wenig, um so die Vorstadt zu beliefern. Aber es geht einfach mal darum, das ein bisschen anzuregen. Und gelegentlich werden wir dann schauen, wie wir das besser hinbekommen. Vermutlich werden wir bei LKWs bleiben müssen. Wobei eventuell sozusagen in die Randbezirke, wo wir uns übrigens noch einen Namen einfallen lassen müssen, muss ich wieder mal schauen, was für Vorschläge noch offen sind. In den Randbezirken sozusagen könnte man durchaus überlegen, Wänden beladen, ob wir mit dem Zug auch hinfahren. Da ist nicht so viel Verkehr auf der Strecke, das wird noch gehen. So, Moment, jetzt bin ich glaube ich links abgebogen. Man geht auch, dann fahren wir in dem Fall da rechts wieder rauf. Ist eh, glaube ich, die kürzeste Strecke, jawohl. Und hier werden wir dann entladen. Perfekt. Und wieder zurück. Ah, und da fällt mir ein, die meistgestellte Frage bei A-Train oder Bahngigant, bei beiden, ist, wie komme ich hier zu den ganzen zusätzlichen Fahrplanoptionen? Ich schreibe da jede Woche mindestens eine E-Mail, wenn nicht mehr. Vielleicht schauen noch ein paar zu, die sich das immer noch fragen. Optionen, Fahrplan, hier kann man alles aktivieren. Also überhaupt ein guter Tipp, in den Optionen ein bisschen schauen. Da kann man sehr viel einstellen zu A-Train. Beziehungsweise Bahngigant. Gut. Heißt, da drüben sollte in absehbarer Zeit das erste Häuschen stehen. Stau sehe ich auch keinen. Gute Nachrichten. Super. Dann werde ich ausnahmsweise mal kurz in die Aktien schauen, aber um festzustellen, die Preise sind gerade alle sehr, sehr hoch, also uninteressant, was zu kaufen, sonst hätte ich glatt mal zugeschlagen. In dem Fall machen wir es nicht, sondern ja, werden wir mal hier wieder mal reinschauen. Haben wir auch, naja gut, haben wir auch nicht lang gemacht, ist gelogen. Hier schaue ich eigentlich fast in jeder Folge rein. Trotzdem, das beobachte ich einfach gern. Oh, wir sind fast bei der Hälfte angelangt. Das sind gute Nachrichten, weil, wie schon mal erwähnt, bei der Hälfte fängt an, Profit zu machen, das Kraftwerk. Also, darf nicht vergessen, wir haben hier super hohen Umsatz. 5 Milliarden kostet es, 3 Millionen macht es Gewinn. Selbst wenn wir dann 5 Millionen Gewinn machen oder 6 Millionen, Milliarden Gewinn machen, müssen wir auf die 6 Milliarden natürlich Steuern zahlen. Also in dem Fall 5% einfach nur von den Gewinnen, egal ob da ein Plus oder ein Minus drunter steht. Also allein das hier kostet uns sozusagen doppelt Profit negativ und Umsatzsteuer auch noch, aber eben, sobald das da ein paar Prozent drüber ist, 20-30%, die Gewinne über den Kosten, dann lohnt sich in der Regel schon. Ja, und auf das müssen wir jetzt warten und entsprechend bauen wir hier ein bisschen aus, beziehungsweise sorgen wir dafür, dass mehr Häuser entstehen. Da wäre eh schon ein kleines Straßennetz, das haben wir glaube ich letztes Mal vorbereitet. Na, Quatsch, da wäre die Straßenbahn hin, das haben wir vor Ewigzeiten schon vorbereitet. Und da steht ein Häuschen schon. Dann könnten wir doch glatt hier, jetzt war ich kurzzeitig versucht, Waren mit der Straßenbahn anzuliefern. Ging das überhaupt? Würde das gehen? Ist jetzt eine sehr theoretische Frage, aber also nicht, dass ich es
Naja, aber ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich es machen würde, das stimmt jetzt nicht. Ich würde es vielleicht sogar machen. Das ist ja Bahnsteig Länge 2, oder? Und rein theoretisch, das würde mich nur interessieren, ob das geht, könnte man sich einen Güterzug zusammenbasteln, der irgendwie nur einen Anhänger hat, oder? So. Sollte das gehen? Na, ich glaube, das ist zu kurz, oder? Oh, vor allem, wenn man einen Tender ranhängt. Was braucht man denn mindestens? Ah, Moment. Zugkonfiguration. Nochmal raus. Güterzug. Also, löschen, löschen, löschen. Wie kann ich dann... Irgendwie konnte ich alles löschen. Weiß ich nur nicht mehr. Man kann ja da oben einstellen. Oder hier vielleicht. Ja, hier ging's. Zugkonfiguration 1. Könnte man... So, wieso bringe ich es jetzt nicht mehr zusammen, da das anzuhängen? Ah, muss das natürlich noch anklicken. So, hätte man einen super kurzen Güterzug, der theoretisch eben auf die Straßenbahngleise passt. Aber wir haben keinen Platz mehr, oder? Wäre irgendwie witzig, das zu machen. Würden wir uns vielleicht den einen oder anderen LKW sparen. Wie fahren wir denn hier nochmal? Kurz zur Erinnerung. Also ich habe auch keine Ahnung, was ihr über die Idee denkt, aber mir würde es irgendwie Spaß machen, das zu probieren. So, wenn ich den mal erwischen würde. 85. So, dann schauen wir mal. Die würden ja in der Nacht... nicht fahren. Der fährt um 7, der fährt um 9 los. 8, bup, bup, gut. Heißt, wir hätten da theoretisch eine Nachtfahrt. Darf ich es mal probieren? Lasst es mich mal probieren zumindest. Es würde mich einfach interessieren, ob ich das zusammenbringe. Und dann könnt ihr immer noch sagen, schreckliche Idee. Geht gar nicht. Vor allem, wir wollten ja, glaube ich, oder ich habe das mal vorgeschlagen und ich bin mir nicht sicher, was rausgekommen ist. Die Frage, ob wir ein Depot für die Straßenbahnen bauen sollen. Man, es ist relativ lang. Das wäre noch halbwegs kompakt und würde theoretisch hier irgendwo hingehen. Hier bekommen wir es nicht hin, aber hier würden wir es hinbekommen. Bin mir noch nicht sicher, wie viel wir anschließen können. Wenn wir es wirklich da hinstellen. Vor allem, es ist auch nicht billiger, also ich möchte das Geld jetzt nicht verschwenden. Aber mindestens ein oder zwei Gleise sollte man anschließen können. Ich muss es jetzt fast probieren. Es tut mir leid, aber es ist zu verlockend. Oder wir stellen es da hinten hin und fahren einmal über die Straße drüber. Aber da würde ich es eigentlich gut machen, oder? Ich muss es fast probieren. Es hilft nichts. Und ist okay, wenn es euch nicht gefällt. Bitte auf jeden Fall sagen. Bin ich nicht beleidigt. So. Eben die Frage ist... wie... machen wir das am besten, dass man da so viele hinbekommen wie möglich... Einfach schauen, was wären da der engste Radius, vermutlich das. Und dann komme ich eventuell noch einmal so hin und mit Glück noch da rein. Oder auch nicht. Schade, hätte mir gedacht, das geht vielleicht auch noch. Komme ich überhaupt da raus oder komme ich überhaupt so her? Das geht ja schon nicht. Ja, und hier natürlich Gleise verlegen ist empfindlich teuer. Da sollte man nicht zu sehr spielen. Geht das wenigstens? Kann ich so anschließen?
Wieso schaffe ich das auch nicht? Ich ignoriere jetzt einfach jegliche Kosten. Und ihr hoffentlich auch. Einfach nicht auf den Kontostand schauen. Na, so geht es natürlich nicht. Es muss... eigentlich soll es so funktionieren, oder? Moment, wie kann ich... Hab mir auch letztlich jemand daran erinnert, den Radius... Was mit der Alt-Taste, aber ich weiß nicht mehr genau. Ah, genau. Gibt es einen vorgegebenen Radius. Wieso kann ich... Ich muss es doch irgendwie zusammenbringen, dass ich da eine Weiche hinbekomme. Na, im schlimmsten Fall müssen wir es so machen. Das ging auch noch. So, oder umgekehrt. Schauen, ob sich das ausgeht. Daumen drücken. Oh, jawohl. Schaut eigentlich ganz gut aus. Dann hat man es theoretisch angeschlossen. Müssten hier nur abzweigen für alle. Und dann sollte es theoretisch wieder passen. Wir hätten hier ein kleines Depot. Eventuell für unsere Straßenbahnen. Und eben für meinen leicht verwegenen Plan. Ja, was heißt eventuell für die Straßenbahnen? Wir müssen in dem Fall eine der Straßenbahnen mindestens da wirklich parken, wenn sie am Abend ankommt. Schauen wir uns das mal kurz an. Die fahren um 0 Uhr nochmal los und dann stehen sie ab 2. Also da um 1 fahren sie nochmal los. Und es steht ja auch eine in der Gegenhaltestelle, oder? Und blockiert uns sozusagen. Das heißt, wir müssen da wirklich vom Depot aus fahren mit beiden, weil wir die Strecke in der Nacht frei bekommen wollen. Auweh. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Wobei, muss gar nicht sein. Schaffe ich es von hinten reinzufahren? Na, schaffe ich nicht. Okay. Wir haben noch 7-8 Minuten Zeit in der Folge und das ist eine Sache, die würde ich extrem gerne jetzt noch probieren. Einfach aus Prinzip, auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht. 7, 11 und so weiter und so fort. Moment, haben wir da jetzt... Ist der da nochmal gefahren? Na, die Fahrt haben wir dann... Moment. Zug Nummer 83 haben wir. Okay, heißt der fährt, ist der nicht um... Na, der soll um 0 Uhr das letzte Mal fahren. Das habe ich jetzt aber irgendwie anders gesehen. Schauen wir es nochmal an. In Ruhe. Ah, die fahren ja in die Richtung ab. Okay. Das macht es nicht einfacher. Wir haben ja da 3 unterwegs auf dem Gleis. Na, 4 fahren sogar, oder? Genau, es fahren 4 Stück. Oh, die müssen wir alle ins Depot bringen. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange jetzt für die Folge. Dann werden wir was anderes vorher testen. Nämlich, ob der Zug, wenn wir kaufen, überhaupt funktioniert. Also, dieser kurze Güterzug, ob der da überhaupt hält und lädt, wäre meine Frage. Der saust da eh durch, okay. Die ist ihm dann doch zu kurz, die Haltestelle. Schade. Ah, Moment mal. Da fällt mir noch was ein. Was war denn mit dem hier? Na, welcher war das? Gab es da nicht einen, der direkt laden konnte?
Ah, Mindestkonfiguration. Na, Moment. Konfiguration 1, der hat 2 Kapazität. Der ist zwar extrem teuer, aber was soll's? Ha, der wird sogar laden. Da hätte man eine super spannende Alternative zum LKW. Eine super teure, zugegebenerweise, aber auch eine super spannende. Na gut, ihr könnt mir sagen, wie ihr darüber denkt. Also ich würde mal meinen, das Depot hier schaut eigentlich ganz nett aus. Da könnte man wirklich unsere Straßenbahn drin platzieren. Allerdings werde ich, glaube ich, in dem Falle das Offscreen mal probieren, weil da muss ich zig Fahrpläne umstellen, das könnte eine Ewigkeit dauern. Und ihr sagt mir, was ihr von der Idee da denkt, dass wir ja mit dem Güterzug sozusagen da Waren her transportieren. Für den Moment können wir auf jeden Fall einen LKW machen, war jetzt einfach eine spaßige Bastlerei, die mir irgendwie gerade eingefallen ist. So, wo war das nächste Depot? Hier, da werden wir es... Ah, Moment, da haben wir ja schon eins. Da haben wir schon eins. Wir wollten ja... Wollte ich hin? Ah, na, eh hier. Okay, da haben wir schon eins. Na gut, ändert nichts an der Frage, ob wir das machen sollen. Es würde sich, glaube ich... Geht sich's noch aus? Wie sehe ich das am besten? Sollte sich eigentlich ausgehen... Moment, hier sind wir. Ja, könnte sich auch noch ausgehen. Okay, ja, dann tut es mal für die Bastlerei ein bisschen umsonst. Wobei ist immerhin ein hübsches Depot dabei rausgekommen. Und eine neue Erkenntnis, man könnte theoretisch über eine Straßenbahnlinie mit so kurzen Haltestellen Güter transportieren mit so einem Custom-Güterzug. Aber okay. Ob es zur Anwendung kommt, das überlasse ich dann euch. Sondern hoffen wir mal, dass hier nach und nach ein bisschen was entsteht. Immerhin würden schon genug Züge hier halten. Sollte nicht mehr lange dauern, bis da das erste Haus kommt. Ein paar Felder sind ja schon da. Da hat auch wer sehr interessant gebaut. Sehr intime Nachbarschaft. Ohne Anschluss an den Rest der Welt. Ja, und wenn ich hier so schaue, was da so alles übers Gleis pfeift, ohne Kollision, nicht schlecht. Wobei, eine Sache habe ich gesehen, und zwar, wo ich die Aufnahme gemacht habe für den Posteingang. Wir haben ja so eine leichte Kollision, und zwar hier, genau da sieht man, der bremst so ein bisschen auf dem anderen hinten rauf. Und theoretisch, wenn wir da eine Minute länger warten, vielleicht löst das schon das Problem, vielleicht macht es auch noch schlimmer. Das sollten wir eruieren. So, sollte im Moment soweit sein. Da, genau. Okay, jetzt hat er nicht gebremst. Jetzt müssen wir natürlich beobachten, eine Minute sollte jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Aber wir haben noch eine zweite Situation, wo es blockiert hat, nämlich hier überholt der Güterzug. Also nicht jedes Mal, aber ab und zu. Und dann ist er zu früh rausgefahren. Okay, das... Ah, das war jetzt ein anderer, pardon. Und dann hat das auch nicht sauber ausgeschaut. Da ist er. Okay, und hat... Perfekt, super. Ich hoffe, man hat es gesehen. Der hat jetzt nicht bremsen müssen. Ich glaube, die eine Minute hat sich sehr gut gelohnt. Und ich hoffe, es verursacht auch nirgends einen Stau. Ich glaube nicht. Perfekt. Okay. Gut, dann warte ich mal auf eure Kommentare. Von wegen, wie wir hier das angehen mit dem Gütertransport. Ob wir das mal machen sollen oder nicht. Wir können es versuchen. Und dann brauche ich ein paar Wünsche, wie wir weitermachen sollen da oben. Scheint mal, als wäre die Entwicklung mehr oder weniger zu Ende. Frage an die Runde, soll man da vielleicht ein etwas größeres Lager bauen? Würde allerdings bedeuten, dass hier etwas Größeres auch entsteht, wie so ein Dorf.
Also größere Gebäude. Ja, nein. Und genau, hier müssen wir die Linien noch rausbauen. Das ist sowieso noch ein Projekt. Das ist mehr oder weniger dasselbe Thema wie der Zug, der da rausfährt. Den muss ich noch irgendwie in den Hauptbahnhof reinbekommen. Das steht mir noch bevor, die Frage. Und dann, genau, glaube ich, müssen wir noch die U-Bahn bauen, oder? Okay, heißt, ich habe eh noch genug zum Tun, aber ihr könnt euch trotzdem ein paar Dinge wünschen, die wir dann gerne in der nächsten Season, die ja sehr bald ist, angehen. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vielen Dank und baba.